Der Mann war völlig betrunken. Es war ein Kinderspiel, ihn zu ersticken. Was haben wir, Helga? Ja, also der Mann heißt Josef Schubelig, 52 Jahre alt, Maurer von Beruf. Er ist verheiratet und er hat eine Tochter namens Inge. Und von beiden keine Spur? Das zweite Bett hier draußen ist benutzt worden. Und zwar heute Nacht. Wahrscheinlich von einer der beiden Frauen, die verschwunden sind. Was ist, kann der Tote raus? Ja, bitte. Ich sag Bescheid. Also, ich habe überall rumgehört, Chef. Ja? Dieser Schubelig hatte keinen besonders guten Ruf. Trinker, Schläger. Einer, mit dem keiner was zu tun haben wollte. Na, ich habe mir auch sowas Ähnliches gedacht. Wieso? Wenn jemand so wohnt wie der hier. Tja, Harry, du bist ja älter, als ich dachte. Wieso denn? Na, du hast ja die Vorurteile von uns. Wie jemand wohnt, hat nicht unbedingt was zu sagen. Kommen Sie doch gleich mit rein, Herr Kleinschmidt. Gibt auch glückliche Zigeuner. So, das ist der Nachbar, Herr Kleinschmidt. Ja. Gibt ein ziemlich übles Bild von dem Toten. Naja, man muss ja schließlich die Wahrheit sagen, Herr Kommissar. Ja. Also dieser Mann hat nichts getaugt. Aha, und wie soll ich das verstehen? Zunächst mal war ein notorischer Säufer. Ein Alkoholiker. Ja, und das ganz schwer. Sie wissen, dass das eine Krankheit ist. Ja. Also, wie meinen Sie das? Ich verstehe nicht ganz. Sie sagten, er taugt nichts. Das ist ein Urteil über seinen Charakter. Ja. Wir sprachen vom Charakter. Ja. Wieso? Das meine ich ja. Den hat er nicht gehabt. Getobt, rumgeschlagen. Wir wohnen da ja nebenan, da haben wir eine Menge mitgekriegt. Was da los war, manchmal. Also, ein solcher Nachbar, wissen Sie, Herr Kommissar, das ist schon was. In gewisser Hinsicht sind wir jetzt beinahe erleichtert, meine Frau und ich. Ich meine, Sie müssen das richtig verstehen. Da ist ein Mensch umgekommen, ermordet. Und Sie sprechen von Erleichterung. Naja, so meine ich das ja nicht. Tut mir leid, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Wo ist denn eigentlich Frau Schubelig? Frau Schubelig, die wohnt schon lange nicht mehr hier. Die ist ausgezogen, weil ihr Mann hat sie doch geprügelt und so weiter und lasse weg. Sie ist Kellnerin in einem Bierlokal und dort wohnt sie auch. Und die Tochter? Inge, ach, die kleine Schubelig, ja. Die wohnt hier. Sowas kannst du doch nicht sagen. Wieso? Sei du doch still! Was ist denn mit der? Die war auch wochenlang weg, die hat irgendwo gewohnt. Ja, wo denn? Keine Ahnung, die ist, Verkäuferin. Bei dem ist doch keiner lange geblieben. Ja, die hat da auch aufgeprügelt. Und wo ist sie beschäftigt? Weißt du wo? Wo genau, weiß ich auch nicht. Jedenfalls Inge wäre ja verrückt, wenn sie bei dem Alten hier wohnen würde. Nur wenn er mal kein Geld hatte, dann war er nüchtern. Nee, aber hier hat er heute Nacht jemand geschlafen. Also wahrscheinlich die kleine Schubelig. Nein. Wieso sind Sie so sicher? Ach, die bringt doch ihren Vater nicht um. Ja, nur weil sie hier geschlafen hat, deshalb muss sie ja ihren Vater nicht umbringen. Außerdem hat er ja nie allein gesoffen. Ja, das stimmt. Seine Kumpels, die hat er immer mit nach Hause gebracht. Wir haben dann da rumgelegen auf dem Boden und hier im Bett, wenn schon eins da ist. Aber gestern Abend kam Schubelig allein nach Haus. Zwar betrunken, aber allein. Um wie viel Uhr denn? Also gegen 12. Wer hat ihn denn da gesehen? Jemand, der seinen Hund rausgebracht hat. Der Wilke? Wissen Sie, wie kurzsichtig der ist? Der hat eine Brille mit 8 Dioptrien. Der ist fast blind. Er hat höchstens was gehört. An Ohren hat er gute. Was kann er denn gehört haben? Na, sicherlich hat er den Schubelig grölen gehört, aber ob der allein gegangen ist, das weiß der bestimmt nicht. Ja, herzlichen Dank. Was machen Sie eigentlich beruflich? Oh, immer noch Elektriker. Wollen Sie nicht bei der Polizei eintreten? Das kann ich mir ja noch mal überlegen. Was ich noch sagen wollte, Inge Schubelig war nicht da. Ja, nochmal schönsten Dank. Ach, Herr Kleinschmidt. Der junge Herr Kleinschmidt, kommen Sie doch noch mal her. Sie kennen doch die kleine Schubelig näher. Ja, ich wohne ja fast nebenan. Was wissen Sie über sie und wie sieht sie aus? Also ich soll sie beschreiben, ja? Ja, das meine ich damit. Na, 17 ist sie. Nicht groß. Geht mir ungefähr bis hier. Mhm. Warum wollen Sie denn das wissen? Ja, das ist die Eigenart meiner Dienststelle. Die ist neugierig. Ja, ansonsten ist sie klein und schmal. So klein und schmal, dass sie... Hat ja kaum was zu fressen gekriegt bei dem Alten. Tja, sonst alles normal. Nichts Auffälliges. Ja, Haare, Augen. Ja, blond, graue Augen. Nee, bisschen grün. Nee, grau kann man nicht sagen. Ist sie hübsch? Ja, hübsch, ja. Ein bisschen blass. Ja, die war immer blass, so wie die hier behandelt wurde. Ist noch was? Nein, danke, es ist in Ordnung.
Die beiden Saufbrüder vom Schubelick, die haben wir jetzt. Die wohnen und arbeiten hier ganz in der Nähe. Na wunderbar, dann kümmere dich weiter darum, ja? Mhm. Wiedersehen, Helga. Wiedersehen. Pass auf, ich habe hier die Personalien, die kannst du schon mal zu den Akten nehmen. Ah, da sind sie ja. Wie kommen Sie denn hierher? Darf ich? Naja, das unbedingt sein muss. Inge, dreh dich mal um, hier ist Polizei. Na, ich hab dir doch erzählt, dass gleich Polizei gekommen ist. Sie sind voll ein Schubelick, nehme ich an. Wo waren Sie heute Nacht? Sie war nicht zu Hause. Sie hat hier geschlafen, das sehen Sie doch. Ja, das hat sie nur keiner gefragt. Ach, der lässt sie doch hier hinten übernachten. Ist noch ganz verstört. Sehen Sie das nicht? Sag schon nein. Sie steht noch unter Schock. Jetzt können Sie doch nicht kommen und sie einfach so fragen. Nein, können wir das nicht. Sie hat hier geschlafen. Ach, woher wissen Sie das? Na, von ihr. Jetzt hören Sie mal zu. Komm, lass Harry. Mein Schubelick, was ist das hier für ein Zimmer? Das ist doch nicht Ihr Zimmer, ne? Das gehört einem Tschechen. Heißt Blaha. Manchmal lässt er sie hier übernachten. Stimmt das? Da Sie hier so gut Bescheid wissen, junger Mann, können Sie mir vielleicht auch sagen, wo Herr Blaha beschäftigt ist? Gegenüber in der Holzhandlung. Er ist nicht da. Ich glaube, er ist auf Urlaub. Auf Urlaub? Das ist interessant. Auf Urlaub und dann hat er seinen besten Anzug hier gelassen, ne? Hm? Was weiß ich denn, was der anzieht? Haben Sie Ihrem Vater das Kopfkissen aufs Gesicht gedrückt? Na, hören Sie mal! Wie können Sie Ihnen das sagen? Sie war das doch nicht! Da wollen wir doch mal hören, was sie selbst sagt, ne? Sag nein. Nein. Ja, damit ist die Sache erledigt. Sehen Sie, so einfach ist das. Komm, Harry. Na und weiter? Sag ich ja. Wir haben gesoffen. Schubelick und ich und der Willi Pönig. Wir waren ziemlich voll. Denn wenn wir einmal anfangen, dann wird da was draus. Wir trinken ja nicht aus Fingerhüten. Tja, so ist es ja nun auch nicht. Ich vertrage eine Menge, nicht wahr, Irma? Ja, kann man sagen. Aber ich weiß immer, was ich tue. Das ist klar. Ja, wie war denn das nun gestern Abend? Wie das war. Ja, und einen Heidenspaß gehabt. Ja, wenn Sie immer so klar sehen, wie Sie sagen, dann werden Sie sicher auch wissen, was Sie dann gemacht haben. Ich meine, nachdem Sie die Kneipe verlassen haben, der Schubelick, der Pölig und Sie. Aber sicher. Der Pölig und ich, wir haben den Schubelick nach Hause gehen lassen. Sie haben ihn nicht begleitet? Nein. Das heißt also, Sie sind nicht mit ihm nach Hause gegangen. Sie haben sich von Schubelick getrennt. Wo? Na, hier vor der Tür. Und Schubelick ist dann allein nach Hause gegangen. Konnte er denn überhaupt noch gehen? Also nach Hause kam der immer. Und wenn auf allen Vieren. Wann sind Sie denn nun nach Hause gekommen? Ich meine, wie spät war es? Das werden Sie doch sicher wissen. Eins. Gerade um eins. Also nicht etwa um halb eins oder zehn vor eins oder fünf nach eins. Genau eins. Das sage ich doch. Sag ruhig doch, wie spät es war. Mir glaubt er ja nicht. Es war wirklich eins. Ja, wir müssen jetzt zu Pölig rüber. Das ist ja gleich nebenan. Werden Sie kein Glück haben. Wieso? Der ist noch in der Werkstatt heute. Wieso? Am Samstag arbeitet er? Ja, das ist gut. Aha, wo ist die Werkstatt? Ich zeig's Ihnen. Ja, es reicht, wenn Sie uns sagen, wo es ist. Wieso? Lass ihn doch ruhig mitkommen. Ja, gut, kommen Sie. Schatzkind Willi, was ist mit dir los? Ich denke, du arbeitest. Junge. Na komm schon, wir kriegen Besuch. Schon Pfötchen. Guten Tag, Heines, Kriminalpolizei. Herr Pöhl, ich habe eine Frage. Erinnern Sie sich an gestern Abend? Natürlich. Die wollen wissen, ob wir noch bei Herr Schubelick waren. Und, waren wir doch nicht. Bitte sind Sie still. Ich sag Ihnen nichts vor, wenn Sie das meinen. Schwören muss er ja selber. Schwören? Na, was denkst du denn? Sie haben zu dritt getrunken. Bis wann? Bis wann? Menschenskind. Ich sagte, Sie sollen still sein. Bis eins? Na, was habe ich gesagt? Bis eins. Und dann? Na, Clancy, helfen Sie ihm doch. Sie reden doch so gern. Und
dann haben wir die Schubelig nach Hause gehen lassen. Ja, und da war jemand, der ihm das Kissen auf das Gesicht gedrückt hat. Ja, weißt du, die denken nämlich, wir haben das getan. Meinen Sie, das hätte ich nicht gemerkt? Da glauben Sie vielleicht, das hätte ich notwendig. Ein Kopfkissen. Na, was meint ihr? Ja, für mich haben die beiden Schubelig nach Hause gebracht. Und waren auch bei ihm in der Wohnung. Ja, das ist möglich. Was hältst denn du von dem Plänze? Also ich habe Angst vor dem. Es gibt so den Typ, der einen anschaut und zieht dann gleichzeitig aus. Hallo. Ja, und so einer ist das. Wie kommt eigentlich so ein Muskelprotz zu so einer Frau? Eigentlich schade um die. Naja, ein komisches Gespann ist das wirklich. Nein, nein, aber in etwas hat er bestimmt recht. Mit dem Kissen, sowas macht er nicht. Ja, wer denn sonst? Etwa die kleine Schubelig? Die ganze Sache könnte natürlich auch mit ihrem Liebhaber zusammenhängen. Wer soll denn das sein, der junge Kleinschmidt? Nee, der Tscheche. Bei dem schläft sie ja. Herr Blaha! Ja? Kommst doch mal runter! Was ist denn? Da sind ein paar Herren für Sie. Sie sind Herr Blaha? Ja, jawohl, Josef Blaha. Wir sind von der Kriminalpolizei. Ja. Sie sprechen ja ein bisschen Deutsch, nicht wahr? Ja, ein bisschen, ja. Wenn Sie bitte nicht zu schnell sprechen wollen. Nein, nein, natürlich nicht. Herr Blaha, in Ihrem Zimmer schläft ein junges Mädchen. Ja. Kennen Sie sie? Bitte. Ja. Es ist Fräulein Schubelig. Ja, ja. Kann man sagen, dass Fräulein Schubelig bei Ihnen wohnt? Nein, nein, nein. Sie schläft nur manchmal da. Wo schlafen Sie dann? Ich? Das ist ganz verschieden. Manchmal hier und anderswo. Es spielt keine Rolle. Irgendwo. Woher kennen Sie Fräulein Schubelig? Ja, wir gemeinsam Mittagstisch, Kantine. Ach so, da haben Sie sich miteinander bekannt gemacht. Und wie hat sich das fortgesetzt? Ich meine, haben Sie sich dann öfter getroffen? Ja. Sie haben sich also richtig mit dem Mädchen befreundet? Ja. Mögen Sie das Mädchen? Ja. Hat sie erzählt von zu Hause? Ja. Von ihrem Vater? Ja. Ein schlechter, ein sehr schlechter Mann. Wieso denn das? Schlecht behandelt das Mädchen. Seine Tochter, sehr schlecht. Wissen Sie eigentlich, warum wir Sie danach fragen? Nein, weiß ich nicht. Weil Schubelig tot ist. Er ist heute Nacht ermordet worden. Haben Sie das verstanden, Herr Blaha? Ja, ich habe verstanden. Und Sie haben nichts dazu zu sagen? Wo haben Sie heute Nacht geschlafen, Herr Blaha? Heute? Ja, heute Nacht. Ich bin herumgegangen. Ich war auf dem Bahnhof. Die ganze Nacht? Nein. Und dann, ich bin zu Hause. Heißt es, dass Sie zusammen mit der kleinen Schubelig in einem Zimmer geschlafen haben? Ja, aber ich bin auf dem Boden gesessen. Ach, Sie haben auf dem Boden gesessen? Ja, in einer Ecke. Sehr gut schlafen soll. Und wann kam vor dein Schubelig? Um 11. Hat sie gesagt, warum sie kommt? Ja, sie sagte, ihr Vater habe heute Geld bekommen. Wenn er nach Hause kommt, wird er sicher betrunken sein. Er hat sie geschlagen. Geschlagen hat er sie. Er hat auf ihr mit dem Fissen getreten. Ja, ein paar Minuten habe ich Zeit. Guten Tag. Guten Tag. Frau Schubelig, ich glaube, Sie werden etwas längere Zeit haben. Bitte nehmen Sie Platz. Ihr Mann ist heute Nacht gestorben. Ja, wenn der gestorben ist, dann sicher an Alkoholvergiftung. Nein, er ist ermordet worden. Hat ihn einer erschlagen? Na, Streit hat er ja öfter gehabt. Nein, er ist umgebracht worden. Ja, und wer war das? Ja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Dann ist er wohl noch friedlich gestorben, was? Sie haben vielleicht gedacht, Sie sehen hier eine trauernde Witwe. Damit kann ich Ihnen nicht dienen. Nett, dass Sie zu mir kommen. Aber mir hätte es durchaus gereicht, wenn ich es aus der Zeitung erfahren hätte. Einen Moment mal, ich verstehe Sie nicht ganz, Frau Schubelig. Ich bin doch etwas sehr verwundert. Es war schließlich Ihr Mann. Sind Sie verheiratet? Nein. Dann sind Sie bloß froh.
Frau Schubelig, Sie haben eine Tochter. Ja. Tschechischen Freund hat sie. Was ist mit ihr? Die wohnt auch noch zu Hause. Bei ihrem Mann, bei dem sie es nicht ausgehalten haben. Na ja, und? Na, hören Sie mal, das ist doch immerhin noch ein Kind, wenn die bei ihrem Vater wohnt. Kind? 17 ist die. Schauen Sie mich so an. Ist eine 17-Jährige ein Kind? Sie waren das vielleicht mit 17. Aber wenn Sie so aufwachsen wie die Inge, dann sind Sie mit 17 kein Kind mehr. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Hat die Inge nur heute Nacht in der Wohnung ihres Vaters geschlafen? Die schläft doch bei dem Tschechen. Die ist längst nicht mehr zu Hause, auf keinen Fall. Schon gar nicht freitags, wenn er Geld kriegt. Nett, wie Sie das sagen. Schläft bei dem Tschechen. Ja, wenn sie will. Soll ich hier da reinreden? Hören Sie mal, ich habe jahrelang, 15 Jahre lang habe ich reingeredet. In einen verrückten, versoffenen Mann reingeredet. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Ich habe nicht mehr wollen. Ich muss nämlich arbeiten. Frau Schubelig. Da ist doch was. Ja, wo waren Sie denn heute Nacht? Ich? Wollen Sie einmal mein Zimmer sehen, das ich hier habe? Schlaraffenmatratze. Heißes Wasser, Badewanne. Sie waren also hier heute Nacht, in Ihrem Zimmer? So ist es. Glauben Sie etwa, dass ich nach meiner Arbeit hier noch Besuche mache? Ach. Man kann's drehen und wenden, wie man will. Ich fürchte, es war die kleine Schubelig. Ich muss mir mal wieder eine neue Klinge kaufen. Meinst du? Naja, wir haben ja schon alles aufgezählt, was gegen sie spricht. Hm. Die hat bestimmt da geschlafen. Das zweite Bett ist bestimmt von ihr benutzt worden. Außerdem versuchen zwei Leute uns unbedingt klarzumachen, dass sie nicht dort geschlafen hat. Ja, der Blar. Ja, und der junge Kleinschmidt. Ja, der junge Kleinschmidt mit solcher Eigensinnigkeit, dass man genau weiß, er lügt. Naja, und der Tscheche? Ich persönlich glaube auch, dass die kleine Schubelig gestern Nacht in dem Haus ihres Vaters geschlafen hat. Das Bild, das wir von dem alten Schubelig inzwischen haben, ist jedenfalls ziemlich trostlos. Ja, das kann man wohl sagen. Es könnte ja sehr gut sein, dass das Mädchen in ihrer Verzweiflung und weil sie es ganz einfach nicht mehr ertragen hat, ihrem Vater das Kopfkissen aufs Gesicht gedrückt hat. Nein, nein, du vergisst die Saufbrüder. Die waren ja dabei. Glaubst du, die haben zugesehen oder was? Jedenfalls wissen wir noch viel zu wenig. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir vor? Jetzt lachen Sie mich nicht aus, Chef, aber mit dem Klenze ist irgendwas. Das ist der, der immer Nägel mit der bloßen Hand aus der Wand zieht. Ob ich mal mit dem Mann reden könnte? Ich denke, du hast Angst vor ihm. Ja, sicher, aber ich habe das Gefühl, mit dem ist was. Naja, schön. Und du, Walter? Ich würde mir ganz gerne mal die Frau Klenze vornehmen. Ich bin nämlich sicher, die weiß, wo ihr Mann war in der Nacht. Und du glaubst, die wird dir was erzählen? Niemals. Die kriegt doch von ihrem Mann schon zum Frühstück ganz verpasst. Eben. Deshalb. Und was ist mit ihr, Robert? Ja, ich knüpfe mir den Kleinschmidt noch mal vor, den Nachbarn. Und zwar den Alten und den Jungen. Und Sie, Chef? Ja, ich sagte ja schon, ich muss mir Klingen kaufen. Na, Harry? Immer am Ball, die beiden sind da unten. Er hat sich gleich freigenommen, ist dann zu sich nach Hause. Nach ein paar Minuten kamen beide wieder raus. Und seit der Zeit bin ich hinter denen her, wie der Auftrag lautet. Da hast du einen richtig schönen Tag gehabt. Mhm. Eigentlich komisch, die zwei. Wieso? Naja, der Altersunterschied. Wie meinst du? Was meinst du? Er ist doch verknallt, ne Kleine. Der macht doch mit dir, was er will. Oh, vielleicht sucht sie eine Ansprache. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Tag. Tag. Bleiben Sie doch bitte sitzen, Freund Schubelig. Herr Blaha, ich hätte Sie da gerne noch was gefragt. Wann ist denn Fräulein Schubelig heute Nacht zu Ihnen gekommen? Habe ich doch gesagt. Ja, Sie haben gesagt 11 Uhr. Das glauben wir Ihnen nicht. Was? Wir glauben, dass Sie eine falsche Aussage gemacht haben. Aber Herr Kommissar, eine falsche Aussage vor der Polizei in einem Mordfall. Aber Sie haben doch gesagt, Sie haben was gehört. Was denn? Lärm? Stimmen? Ja, ja, aber das habe ich von da drüben schon so oft gehört. Es geht nur um gestern Nacht. Soll ich etwa vor Gericht damit? Ja, natürlich. Willst du das? Nee. Also das will. Aber Sie haben doch gesagt, Sie haben was gehört. Vielleicht doch was gesehen? Du hast nichts gehört, nichts gesehen. Hören Sie mal, die sollen nicht dauernd unterbrechen. Aber wenn er doch nichts gesehen hat! Wenn ich doch habe? In der Dunkelheit. Also was haben Sie denn gesehen, Herr Kleinschmidt?
Ich habe die kleine Schubelik ganz deutlich gesehen. Wenn du damit vor Gericht gehst, dann sage ich, mein Vater lügt. Und dann nimmt er es zurück. Sie verhören doch nicht. Sie sind doch nur Tipps. Sie kommen mir doch nicht mit Fragen, oder? Warum sind Sie nochmal vorbeigekommen? Ich wollte Sie eben nochmal etwas fragen, nicht wahr? Es gibt Weiber, die wissen gleich, was los ist. Mann hat zum Glück gar nicht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sagen Sie, das Saufen mit dem Schubelik und dem Pölig, macht Ihnen das denn überhaupt Spaß? Saufen gehört dazu. Wozu? Da gibt's doch nur eine Sache. Auch für den Schubelik und für den Pölig? Es gibt immer Leute, die wollen, aber die können nicht. Dann ging's eigentlich gestern Abend gar nicht ums Saufen. Mir geht es nie um das Saufen. Das ist nur eine Sache, mit der man sich in Fahrt bringt. Aber gestern doch nicht. Immer. Auch gestern. Hast du jetzt Zeit? Sind Sie verrückt? Sie haben sie wohl nicht alle. Verdammt, das wäre ein Ding, eine Polizistin. Dann gebt euch mal bloß nicht so prüde. Ihr seid auch nur ein Stück Mensch. Also okay, er war gestern Abend bei Schubelik. Er hat es mir selbst gesagt, dass er nach Haus kam, und zwar nicht eins, sondern drei. Frau Klenze, es hat keinen Sinn, wenn Sie jetzt aus einer spontanen Reaktion heraus oder vielleicht, weil Sie mich loswerden wollen, irgendwas sagen und morgen machen Sie einen Rückzieher. Also ich hab's Ihnen gesagt, machen Sie damit, was Sie wollen. Wo ist denn hier? Hier wohnt doch so ein Tscheche. Heißt Blaha. Aber verzeihen Sie, Sie sind... Frau Schubelik. Aha. Warum? Polizei? Ja, ganz recht. Wollen Sie etwa zu meiner Tochter? Nein, aber ich habe den Eindruck, Sie wollen zu ihr. Und als Mutter werde ich ja mal nach dem Rechten sehen dürfen, oder? Ja, selbstverständlich. Nur finde ich es ein bisschen spät, Frau Schubelik. Wieso? Ist sie verhaftet? Nein. Wo ist sie denn? Wo ist denn der Tscheche? Der hat sich freigenommen und auch unsere Tochter. Ja, und wo sind Sie hin? Harry. Hofgarten, Ludwigstraße, Kaufingerstraße, Bahnhof gegessen, dann wieder Hofgarten, Theatinerstraße und Rathaus. So. Ja. Sie wissen ja ganz schön Bescheid. Ja, notgedrungen. Er ist einer meiner Tüchtigsten. Naja, also wenn sie nicht hier ist, dann gehe ich halt wieder. Ist wirklich zu blöd. Wo ist denn übrigens das Zimmer von dem? Von dem Tschechen? Da. In dem Loch lebt er. Naja, hätte ja gleich beim Vater bleiben können. Ja, es ist doch mal ganz gut, nach dem Rechten zu sehen, nicht wahr, Frau Schubelik? Das müssen Sie schon mir überlassen. Ja, also ich glaube, dass da noch mehr als nur das Saufen gewesen sein muss. Und zwar etwas mit Frauen. Der Klenzer hat so eine Andeutung gemacht. Also groß. Ja, wenn der was sagt, hat es mit Andeutung nicht viel zu tun. So fein ist er nicht. Aber diesmal war er ziemlich indirekt. Er hat gemeint, das Saufen war nur Nebensache. Ach, das ist doch nur Angabe. Aber dass das ein Scharfer ist, den Eindruck habe ich auch. Oh, jedenfalls wäre da gestern Abend was gewesen. Also so viel habe ich herausgehört. Ja, die Frau Klenze sagt auch, ihr Mann war bei Schubelik. Und Kleinschmidt sagt, er hat das Mädchen zu Hause gesehen. Hinter der hell erleuchteten Scheibe in der Wohnstube. Dann hat doch der alte Schubelik seine Saufbrüder mitgebracht. Den Pölig und den Klenze. Wenn die mal nicht über die kleine Schubelik hergefallen sind, den Alten stumm gemacht haben, das könnte es doch sein. Die Sache ging also von Klenze aus. Ja, das war seine Idee. Immer wieder hat er davon angefangen. Und zu Schubelik hat er gesagt, Mensch, dieses Mädel. Na und, was war mit dem Mädel? Na ja, wie die sich so herausgewachsen hatte. War doch bisher immer so ein Kind und jetzt plötzlich diese Figur. Er hat halt so herumgequatscht. Und zu Schubelik hat er gesagt. Ja. Gib mir die Enge. Lass mich doch mal mit dir. Und das haben Sie so am Wirtshaustisch besprochen? Na ja, also wie gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Ich habe mich da rausgehalten. Was hat denn der Schubelik gesagt? Der? Der wollte das nicht. Der hat Nein gesagt. Aber gestern plötzlich, vielleicht hat er sich geärgert über die Inge. Und Sie meinen, da hat er Ja gesagt? Schauen Sie, das müssen Sie so sehen. Die Inge war doch die ganze Zeit weg. Die hat sich doch mit diesen Tschechen da herumgetrieben. Und da hat der Klenze gesagt, Mensch, Schubelik,
Wenn Sie mit dem, dann... Ich verstehe. Und Schubelig war einverstanden? So halb und halb. Was heißt halb und halb? Er hat gesagt, wenn du Inge rumkriegst. Und das braucht man dem natürlich nicht zweimal sagen. Der hat nur gelacht und hat gesagt, und wie ich die rumkriege. Und Schubelig hat gesagt, wenn Inge nicht will, dann ist nichts Grenze. Und ich habe gesagt, Menschenskinder, das könnt ihr doch nicht machen. Aber mitgegangen sind sie. Was war denn in den 10 Minuten? Da ist Inge aufgewacht. Der Klenze hat ja so herumgebrüllt. Er hat gesagt, sie soll an den Tisch kommen, aber Inge wollte nicht. Und da hat Schubelig gesagt, wenn ich sage, du stehst auf und kommst an den Tisch, dann kommst du. Ja, und dann ist sie aus dem Bett raus. Und ich bin gegangen. Warum sind Sie gegangen? Weil ich Angst hatte. Ich habe mir gleich gedacht, da kommt nichts Gutes raus bei. Und das sollen wir Ihnen glauben? 10 Minuten und dann weg? Ich habe einen Zeugen dafür. Ach, interessant. Ich bin dann zu Irma Klenze rübergegangen und habe ihr gesagt, dass ihr Mann die kleine Schubelig dran nehmen will. Ja, und weiter? Sie kann das bezeugen. Was hat denn da Frau Klenze gesagt? Sie hat nur gemeint, mit wem Klenze was macht, ist mir doch egal. Vielen Dank. Harry. Dann bin ich fertig? Ja, ich hoffe es. Warum erzählt uns eigentlich das Mädchen nichts? Nichts ist gewesen. Mit der war ja nichts anzufangen, mit der dummen Zicke. Und außerdem... Was außerdem? Ja, der Nachbar, der hat Lärm geschlagen. Was, der Kleinschmied? Ja. Wie denn? Er klopfte wie ein Verrückter an die Scheibe. Und da hat der Schubelig gesagt, besser du haust ab, Klenze. Und weg bin ich. Schon gemerkt haben, daneben an ist was los und die kleine Schubelig ist in Gefahr, dann können Sie mir doch nicht erzählen, Sie haben nichts unternommen. Ich habe zwar gesehen und gehört, dass da was los war, war ja nichts Neues. Gesaufe und Gebrüll kennen wir ja. Nur wir haben nur gedacht, das arme Mädchen. Hm. Etwas unternommen, dem armen Mädchen zu helfen, haben Sie nichts. Bei den Schlägern? Ja. Ist ihm inzwischen was eingefallen? Ach. Er war nämlich gestern Nacht drüben. Hat an die Scheibe geklopft. Ja, also das habe ich schon. Ich habe an die Scheibe geklopft. Da werden Sie doch auch reingeguckt haben. Sicher. Der Klenze, der hat die Inge gepackt und dieser versoffene Kerl, der Schubelig, der konnte sich kaum auf den Beinen halten. Der hat nur gelacht. Ja, und als Sie klopften? Hat der Inge losgelassen. Und dann? Klenze rannte raus, wollte mich erwischen und dann bin ich rein bei uns und habe abgeschlossen. Und was hat Klenze dann gemacht? Weiß ich doch nicht. Ich denke mir halt, der hat seine Wut an dem Alten ausgelassen. Was halten Sie eigentlich von dem Tschechen, dem Bla? Was ich von dem halte? Ja. Ja, Frau Klenze und ebenso die eigene Mutter haben nämlich ausgedacht, dass die kleine Inge etwas mit ihm hätte. Puh, was soll denn der Blödsinn? Wer redet denn so einen Quatsch? Ja, dann sagen Sie mir doch bitte mal, was für eine Beziehung ist denn nicht zwischen den beiden? Das weiß ich doch nicht. Sie haben also ans Fenster geklopft und haben sich bemerkbar gemacht und dann sind Sie wieder zurückgegangen. Sie haben sich gar nicht mehr um den Nachbarn gekümmert. Nein. Frau Klenze, was wir inzwischen wissen ist, dass Willi Pöhlich zu Ihnen herübergelaufen kam und sagte, der Klenze macht sich an die kleine Schubelig heran. Ja, und Sie hätten etwa in der Art geäußert, ja, was soll er doch machen, was er lustig ist, was geht's mich an? Wie lange kennen Sie die kleine Schubelig? Ungefähr 10 Jahre, da war die noch ein Kind. Ah ja, ich verstehe. Darf ich mich setzen, Frau Klenze? Ihr Mann macht sich an die kleine Schubelig heran, die ja auch immer noch ein Kind ist. Und Sie sagen so einfach, was geht's mich an? Man hat sie mir als eine ehrliche Frau beschrieben. Jetzt möchte ich aber auch gerne eine ehrliche Antwort haben. Also, was haben Sie gemacht? Ach, gemacht. Was soll ich gemacht haben? Nur Sie hätten... vielleicht die Polizei anrufen können. Die Polizei? Ja, aber Sie haben den Tschechen angerufen. Wieso den? Er hat ja gar kein Telefon. Und welcher von Ihren Bekannten hat Telefon? Martha Schubelig, Inges Mutter. Mhm. Und die habe ich angerufen, das war ja wohl das Naheliegendste. Ich habe ihr gesagt, die machen sich an dein Kind ran. Und wie hat sie reagiert? Ich wüsste, wie spät es wäre. Ja, das trifft sich ja. Hören Sie mal zu. 3 Uhr war es, ich habe mir ein Taxi genommen. Da bin ich hier reingegangen. Inge saß hier und war völlig durcheinander.
Die Saufkelle waren schon weg. Am Tisch standen lauter Flaschen. Er war da. Er lag da im Bett und schnarchte. Ich sagte, geh raus, Inge, los raus. Und dann habe ich versucht, ihn wach zu kriegen. Es war nicht möglich. Da packte mich die Wut. Ich nahm das Kissen und... Und dann? Das war's. Inge hat mich gefragt. Was war denn? Nichts, habe ich gesagt.